Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Blossom Tales. Wir machen uns heute auf in die brühenden Grotten, ab durch den Drachenkopf und mal schauen, was uns hier jetzt erwartet. Oh, viel Feuer! Schwefelgestank begrüßte die junge Ritterin, als sie ihre ersten Schritte in die brühenden Grotten machte. Lava brodelte unter dem Boden und lebendige Flammen tanzten im großen Saal. Und ich tanze gleich mit. Oh, ich kann aber die Flammen mit dem Schwert löschen. Das ist super. Ich brauche erstmal noch ein paar Herzchen. Die sind mir beim letzten Mal ja abhanden gekommen. Um das mal so zu sagen. Ah, da war was. Was habe ich denn da kaputt gemacht? Oh Mann, hier ist aber schon ein bisschen was los. Hui. Oh Gott. Ich habe schon gedacht, die erwischen mich. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Oh, ein Teufelchen. Gib mir doch mal ein Herzchen. Bitte, bitte. Da geht's lang. Habe ich eine Karte? Okay. Kleines Teufelchen. Oh, ein Herzchen. Super. Kann ich die... Ja, mit Bomben kann man sie löschen. Aber so richtig erfolgreich ist es auch nicht. Warte mal, habe ich da gerade wen gesehen? Ach nee, nur ein Schalter. Okay. Aua! Aber das haben wir. Gut. Hier sind so eine blauen Pinökel. Die sind im Weg. Da ist eine verschlossene Tür. Da brauche ich dann wohl einen Schlüssel. Auf der linken Seite war auch, glaube ich, kein Weg nach oben. Nee, da sind auch so rote Balken. Dann also durch die Türe. Oh Gott, hier ist aber viel Lava. Oh nee. Gut, die verschwindet. Oh je. Oh Mann. Ich ahne Schlimmes. Au, au, au. Nein, 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 nein. Hui. Kurzer Zwischenstopp. Diese Flammen! So, schnell hier lang. Das letzte, wo ist das? Aua! Aua! Oh Mann. Oh nein! Gut, wenigstens stirbt man nicht direkt in der Lava. Das ist sehr freundlich. Ah ja. Cool. Das ist schon mal das. Boah, diese Lava-Dinger, ey. Ich sehe schon jetzt, das ist echt mein Albtraum. Nein, was war das denn? Das ist ja wohl Beschiss. Hallo? Oh, wow. Vielleicht gehe ich einfach den anderen Weg nochmal drumrum. Macht ja nichts. Vielleicht hat ja mal bitte auch jemand noch ein Herzchen für mich. Bin hier schon wieder etwas am Verzweifeln. Oh Gott, anderthalb Herzchen. Machen wir das so. Ich traue mich gerade nicht an die Gegner. Auch nicht an die kleinen Flammen. Das ist schmerzvoll. Oh je. Oh, ich brauche Lebenspunkte. Oh Gott. Oh, da war nichts drin. Vielleicht sollte ich mein Schild wieder rauskramen, oder? Aber ob das vor Flammen schützt? Ich muss es testen. Ja, es schützt. Okay. Ach, die droppen einfach nix. Ei, aua. Oh nee, oh Gott. Oh, ich bin gleich tot. Nein, da ist ein Herz. Ich muss weg, ich muss weg. Ich mach das mit Bomben. Ach, ich könnte auch einen Trank nehmen. Was schiebe ich hier für eine Panik? So. Alle, ja, nehme ich wieder die Bomben jetzt hier. Spring gegen. Oder so. Jetzt brauche ich das Herzchen da oben auch nicht mehr. Oh, sehr schön. Die Bombe daneben. Also ich gehe wirklich erstmal nach oben, weil da habe ich ja jetzt eigentlich alle diese... Oh, da muss man die Schalter wieder neu benutzen. Nee, hä? Oh Gott, wie blöd. Nein, 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 nein. Wozu habe ich eigentlich meinen Trank genommen? Und da oben geht es gar nicht weiter. Wo ist denn der letzte Schalter? Ich habe doch den roten umgelegt.
Ach, geradezu. Oh, bin ich blind. Aha. Komme ich da nicht? Ach, lasst mich raten. Da komme ich nur hin, wenn ich aufgeschlossen habe. Ja. Oder? Das ist bestimmt ein Bereich, da kommt man nur durch, wenn man hier links die Tür aufgeschlossen hat. Ja, gut. Dann ist das so. Ey, es werden immer mehr! Was ist denn los hier mit euch? Ist das übel? Freunde! Hilfe! Ich fühle mich ein bisschen bedrängt. Gehen wir jetzt halt hier lang. Okay. Oh Mann. Erstmal hier so ein bisschen die Flammen weg. Mhm. Also da wird einem schon warm bei. Wenn man das hier so sieht. Eieiei. Na klar, ihr kleinen frechen Flammen. Einfach durch. Was anderes bringt ja nichts. Aua. Nur nicht treffen lassen wäre hilfreich. Oder weniger treffen lassen. Okay, da hat man ja echt nur... Wobei, man hat schon genug Zeit. Man kann ja hier zwischenstehen. Oder man lässt sich einfach treffen. Alles ist möglich. Okay. Gut. Ah ja. Dann geht's unten rechts weiter. Millionen Flammen. Ich hätte gerne eine Rüstung, die mich gegen Feuer schützt. Das wäre gerade richtig schön. Wahrscheinlich gibt's sowas aber nicht. Aua. Nicht mal ein Herzchen drin. Oh Gott. Sieht wieder nach Spaß aus. Okay. Also da muss man wirklich in Tip-Top-Schritten rüber. Das funktioniert. Boah, mal kurz zwischenparken. Okay. Aufregend. Ja, hier mit Kurve. Oh! Uiuiui. Wie gesagt, der Vorteil ist wirklich, dass man nicht direkt drauf geht, wenn man in die Lava geht. Das wäre echt der Killer. Na, geht doch, oder? Haben wir. Und eine Schatzkiste. Oh, und ein Herzchen. Ein Schlüssel. Praktisch. Okay. Hier tobt wieder die Flammenparty. Ich muss hier durch. Okay. Sehr schön. Dann kann man gleich hier runter. $370. Da fehlt noch ein ganzes Stück bis zur 500. Ach, das kennen wir doch schon. Ei. Ne, Moment. Warte mal. Hä? Jetzt bin ich irritiert. Ich bin irritiert, wartet mal. Muss ich hier noch irgendwas anderes machen? Eigentlich? Hä, wie war denn das beim letzten Mal? Ich darf die hier nicht berühren, aber ich musste doch irgendwo starten. Jetzt bin ich völlig irritiert. Ich kann hier gar nicht drauflaufen. Ich muss sie doch drehen. Das ist der falsche Start. Muss ich hier vorher... Ach, wartet mal. Wahrscheinlich muss ich die hier vorher irgendwie zurechtschieben. Und erst dann geht das. Aber ob das jetzt hier richtig ist? Keine Ahnung. Aua. Nein, und dann resetten die sich. Ach Gott.
Okay, wartet mal. Gut, aber jetzt habe ich es verstanden. Ich habe es verstanden. So, erstmal hier. So, dann nehme ich den für das da oben, also da. Das kommt für unten. Und dann kann ich wahrscheinlich da auch rumlaufen. War ich aber gerade verwirrt. Geht doch. Meine Güte, da muss man also nicht mal laufen. Hallo? Wartet hier irgendwer Garstiges? Gar keine Flammen da. Doch. Hätte nichts sagen sollen. Oh mein Gott. Ah, okay. Ja, sich bewegende Plattformen gehen immer. Da hätte ich schneller sein können. Ich würde da noch erstmal oben rechts gucken. Au! Hey! Kann ich rüberlaufen, oder? Nee! Oh Gott, das kann ich tatsächlich nicht. Hä? Ich konnte nicht laufen. Vielleicht ist das zu tief dort. Okay, Nummer 1. Dann wahrscheinlich einmal nach links. So. Ja, kann ein bisschen dauern. Nein. Oh. Und dann einmal hier drüben. Oh Gott, hier sind aber viele. Hallo? Los bei euch. Tada! Oh, sogar ein Herzchen. Kann ich den auch kaputt machen? Nee. Und dann in der Mitte nochmal. Die Flammen sehen schon fies aus, ne? Die haben so eine komische Lache. Ich hätte auch auf dem obersten stehen bleiben können, check ich gerade. Naja, egal, macht nix. Oh mein Gott. Gut. Machen wir das mal ganz vorsichtig, aber ich kann zwei weit laufen. Ist ja schon brutal hier. Und wahrscheinlich hingen da an den Wänden dann irgendwie die letzten Opfer. Die wurden dann weggestrahlt. Ah, Herzchen. Nehmen wir mit. Gucken, wie lange es hält. Wahrscheinlich nicht so lange. Oh Gott, so viele Köpfe. Ah, ja, daneben. Meine Güte, wie kann ich denn schon wieder nicht treffen? Keine Ausdauer. Nein, zu kurz. Ah, wieder nicht. Mach ich so. Ich meine, die können ja nicht viel. Es sind ja nur noch Knochen. Die zerfallen ja eigentlich auch direkt. Und das gleiche Spielchen nochmal. Habe ich auch drei? Ja, knapp, aber es geht. Oh, und wieder so ein Rätselchen. Okay. Pack den zwar da drauf, aber ich denke mal, der muss noch... Aua, oh nee. Ja, nicht übertreten, das ist die Lösung. So.
Den mal nach links. Ich muss mal kurz schauen, wie ich unten links den hinkriege. Nee, warte mal. Ach Gott. Oh, blöd. Ey, man darf wirklich nicht verrutschen. Krass. Na. Ich sollte eigentlich wirklich jetzt mal gucken, wie ich den unten links da reinkriege. Welchen ich dafür nehme. Denk mal den hier. Hoffe ich. So, runter. Noch eins runter, sonst kriege ich den ja nicht geschoben. Boah, ich habe mal Angst, dass ich hier so mit dem Steuerstick irgendwie abrutsche. Ah, Mist, nee, ist blöd. Kann nicht hinhauen, weil ich komme oben ja gar nicht mehr lang. Oh, nee. Gut, anders. Also erst den unten. Gut. Dann machen wir das, warte mal. Ich kann den von oben, den könnte ich ja eigentlich runterschieben, aber ich... Ja. Ich schieb den mal von oben nach unten. Den Rest kriegen wir bestimmt hin. So. So, Vorsicht. Und jetzt oben lang. Und dann mal gucken. Oh Gott. Jetzt wäre ich schon wieder fast zu weit gelaufen. Eins. So, dann. Muss ich mir überlegen. Ich könnte jetzt eigentlich den nehmen. Den könnte ich... Doch, den könnte ich nach oben links schieben. Dann kriege ich auch ohne Probleme die anderen hingesetzt. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Boah, ich habe so Angst, dass ich hier abrutsche. Da muss man so bewusst steuern. Okay. So, den zur Seite. Okay. Oh je, oh je. Ich habe mich gerade schon auf die Balken treten sehen. Oh nein, was mache ich denn? Oh Gott, bin ich blöd, bin ich blöd. Jetzt habe ich es verkackt. Ach, meine Güte. Oh, kennt ihr das? Diese Situation, wenn man es einfach verkackt? Wenn man einfach nicht nachdenkt? Richtig dumm. Okay, nochmal. Naja, gut, jetzt weiß ich ja, was ich machen muss, ne? Oh, wie blöd. Warum bin ich denn da? Warum habe ich den denn geschoben? Was war denn da gerade in meinem Kopf los? Niemand weiß es. Nicht mal ich. Hilfe. Oh Mann. Also nochmal. Ach nee. Ärgerlich. Ärgerlich. So. So. Ups. Das ist der. Komm, den kann ich jetzt schon mal richtig schieben. Boah, was ein Krampf, ne? Was ein Krampf. Aber erledigt ist erledigt. Boah, da können wir ja rüber. Zu unseren feurigen Freunden. Wo ist denn der Rest? Hallo? Ah ja, da kommt er. Oh nee, jetzt bist du auch noch hier. Au! Das ist ja schon dreist, wenn dann da so ein komischer Teufel da rumhängt. Ah, daneben.
Autsch. Ich trete manchmal ein bisschen zu oft in die Lava. Will ich gar nicht, passiert mir trotzdem. Okay, ein paar Krüge, hoffentlich mit Herzchen. Eins wenigstens. Oh nein, das sieht doch nach Bosskampf aus, oder? Oh, Zombies, nee. Einfach nur Skelette. Die fiese Knochen werfen. Aua. Na, oh Gott, was mache ich denn? Weil die haben nicht so eine super Reichweite. Aber genug Reichweite. Boah, ich bin schon wieder gleich hinüber. Da habe ich mich gerade richtig breit angestellt. Ich hätte auch wieder nur mein Schild rausholen müssen. Naja. Oh mein Gott. Wow. Das habe ich nicht als, als solche TNT-Fässer erkannt. Bitter. Naja, wird umso schwerer jetzt. Teufelchen, genau. Okay, das haben wir. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das war gut. Nee, da ist noch einer. Hey, wie kannst du werfen, wenn ich dich anhaue? Das halte ich ja mal für unmöglich. Krass. Immer Schmerzen hier. Nein. Hey. Oh, nee. Moment. Ja. Siehste. Schild regelt. Oh, nee. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Das ist gerade gefährlich hier. Oh, nee. Moment. Moment. Ich weiß gar nicht mehr, was der grüne Trank macht. Verdammt. Ich nehme jetzt hier. Oh, vielleicht habe ich auch noch kurz Glück und überlebe das. Uff. Nein! Oh Gott. Jetzt habe ich den wieder gedrückt. Und ich habe mich selbst weggesprengt gerade dabei. Hervorragend. Gerade als Lillys Abenteuer vorbeischien, erfüllte die Wiederbelebungsblume, die sie dabei hatte, sie mit Leben und Kraft. Zum Glück! Dafür sind die ja da. Trotzdem doof. Hätte ich mir auch sparen können. Hätte das einfach mal besser machen können. Jetzt brauche ich neue Wiederbelebungsblumen. Und hier rasten diese komischen Dinger auch aus. Und ich laufe auch direkt rein, ey. Au. Oh, nicht täuschen lassen hier von den Fässern. Die sehen einfach in dieser Lavahöhle aus wie normale Fässer und sind keine. So, haben wir hier? Ach, hier haben wir... Okay, wieder so ein typisches. Oh Gott. Ja. Klasse. Gut, wir gucken. Oh je. Okay, das kann schon nichts werden. Das ist aber kompliziert. Puh. So, jetzt muss ich ja oben lang. Nee, dann habe ich es ja auch schon verkackt wieder. Och nee. Die Dinger sind so schwer manchmal. Ja, und hier, das kriege ich doch auch nicht hin. Oder? Wartet mal. Nee. Das kann wieder nichts werden. Das kann wieder nichts werden. Oh Gott. Au. Find nur ich diese Rätsel eigentlich schwer? Wenn ich jetzt hochgehe, das bringt wieder nichts, ne? Das hatte ich gerade schon mal gehabt. Nee, weil dann komme ich da oben nicht mehr ran. Nochmal so rum. Erstmal unten lang. Oh je. Oh. Okay.
Okay, es sieht aber gerade noch gar nicht so schlecht aus. Na? Tada! Oh, und sogar ein Teleporter. Das ist cool. Und ganz viele Herzen. Oh nein, das ist ein Zeichen. Ihr wisst, was das bedeutet. Da ist ein Bossi. Wo sind wir? Brühende Grottenmitte. Ja, wir gucken uns mal Bossi an. Oder auch keiner? Doch, doch. Oh, wer bist du denn? Der Flammenmagier. Wer wagt es, mein hochheiliges Grab zu betreten? Eine Ritterin der Rose auf einer Mission für den König. Damals war ich ein hoher Magier des Königreichs, aber das war vor langer Zeit. Zieht euer Schwert. Ich wünsche zu sehen, wie sich die heutigen Ritter mit denen vergangener Zeiten vergleichen lassen. Ja. Oh. Oh Gott. Moment. Kann ich hier... Ja. Oh Gott, die Dinger... Was? Was ist denn los? Meinst du das ernst? Guckt euch doch mal bitte das an. Der eskaliert ja mal voll. Ich hoffe, der nimmt Schaden. Er hat Schaden genommen. Alter, bist du denn noch ganz knusper? Wow. Ey, ich blick gar nichts. Ist das übel? Oh Gott. Das ist ja krass. Auweia. Auweia. Moment. Gelber Trank. Anna. Ich weiß nicht, wie lange, aber ich nutze das einfach. Komm, bitte eine Minute oder so. Anders sehe ich das nicht. Wow. Ey, krass. Was war das denn? Der ist ja mal... Also, ich weiß nicht, ob man den hinkriegen kann ohne gelben Trank. Aber eine Truhe. Oh, ist das ein Bumerang? In der Truhe fand Lilly einen blauen Bumerang. Diese mächtige Waffe kann mehrere Gegner in einem Wurf treffen. Geil. Jo! Das ist doch mal was. Aber witzig, dass hier die Platten auch einfach runterfallen. Das fand ich jetzt schon so ein bisschen heftig, muss ich sagen. Krass. Boah. Oh, aber damit wirklich so eine Fernkampfwaffe ist halt echt sehr gut. Boah, aber dieser Fight gerade, also ehrlich, sorry, der ist wirklich ein bisschen heftig gewesen für meinen Geschmack. Also ein Glück hatte ich wirklich diesen Trank. Dafür ist er ja da, ne?